ich musste ins Krankenhaus. Denn als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich einen geisteskranken Ausschlag über den ganzen Körper. Ich sah einfach aus wie Deadpool ohne Maske. Also sind wir direkt in die Notaufnahme, wo mich eine Ärztin gecheckt und eine Penicillinallergie festgestellt wurde. Denn Tage zuvor habe ich mein Antibiotika abgesetzt. Ich habe auch ein Gegenhormon bekommen, was den Ausschlag verringert. Allerdings jucken seit Stunden lang meine Hände. Wichtig ist, dass ich nie wieder Penicillin in meinem Leben zu mir nehme, weil ich sonst an einem allergischen Schock sterben könnte. Und das wäre ein blöder Tod.